Also ich weiß nicht, ob gerade diese Sonne für unsere Hitzewelle verantwortlich ist. Grüß Gott und herzlich willkommen beim Mürztal aktuell. Radio, sagt man, ist Theater im Kopf, Fernsehen hingegen Bilder im Bewusstsein. Und Tattoos sind Bilder, die einfach unter die Haut gehen. Und die werden in letzter Zeit immer beliebter. Viele Menschen aller Altersstufen wollen sich nach außen bemerkbar machen. Manche tun das mit einem Tattoo. Sie kehren sozusagen ihr Innerstes nach außen. Das kann Freude ausdrücken, Trauer, Leid kann das ausdrücken. Das kann auch Sachen, was einem wichtig ist im Leben. Also die Beweggründe sind verschieden, sage ich einmal. Es gibt bestimmt so viele Gründe, wie es Motive selber gibt. Es gibt natürlich die kleinen Tattoos und dann gibt es, ja, man kann fast sagen, die Ganzkörper-Tattoos. Wer lässt sich sowas machen? Also das ist wieder unterschiedlich. Das ist von Lehrling, sage ich einmal, weg bis auf Geschäftsinhaber, Selbstständige, was das sind. Ich habe auch Notare, habe ich da, auch jeder. Was ist eigentlich der Grund, dass es zu einem solchen Boom gekommen ist? Also mit der Grund möchte ich schon sagen, dass die Qualität in den letzten 25, 30 Jahren so enorm angestiegen ist oder was. Dass das ist, dann will ja jeder was Individuelles drinnen haben und man ist einfach nicht gleich wie alle anderen halt. Ne? Das, auch wenn viele Leute tätowiert sind, aber es hat ja jeder was anderes drinnen von den Motiven her und es sind ja Sachen möglich, was wirklich undenkbar gewesen ist, gell, vor Jahrzehnten oder was. Sind mehr Frauen oder mehr Männer? Eigentlich würde ich fast sagen, Frauen, momentan überwiegen fast die Frauen, sage ich mal. Was muss man können, um zur Anfertigung von Tattoos berechtigt zu sein? Also in erster Linie sollte man mal gut zeichnen können und tätowieren selbstverständlich auch. Dann ist ja Hygienekunde, was ist die Hautbeschaffenheit, was zu machen ist, das kann man auf der Wirtschaftskammer machen und auch. Dann hat man ja theoretische, eine praktische Prüfung ist zum Anlegen und dann geht's schon los dann. Muss man ein solches Tattoo nun sein Leben lang an seinem Körper haben? Also es kommt immer wieder vor. Ich frage natürlich noch immer, ob das sicher ist, dass es haben will. Nein, natürlich in der Zeitpunkt sind sie ja schwerstens überzeugt davon, dass das für immer ist. Oft einmal dauert es nur 2-3 Monate, bis sie wieder da sind. Zum Überdecken geht es schon, aber es ist, je größer und dunkler das Tattoo ist, umso schwieriger wird es zum Überdecken. Deswegen heißt es ja immer, Sink before you ink. Ne? Es ist doch verhext. Trotz des Milchüberschusses der vergangenen Zeit wurde die Milch nicht billiger. Jetzt, wo die Trockenheit auch die Landwirtschaft hart trifft, heißt es, Milch kann bis zu 10 Cent teurer werden. Grund? Durch die Trockenheit geben die Kühe weniger Milch. Es ist doch interessant, für eine Teuerung findet man sofort eine Begründung, wenn es wenigstens die Milchbauern bekämen. Man stöhnt unter der derzeit herrschenden Hitze. Oder man stöhnt über die extreme Kälte. So stellt sich seit längerem unsere Wetterlage dar. Im Augenblick macht die Hitze der Landwirtschaft zu schaffen. Ja, man spricht sogar von einer eventuellen Milchknappheit. Die Folge? Preiserhöhungen. Ja, wir als Landwirte stöhnen natürlich auch unter der Hitze. Der dritte Schnitt fällt zum manchen Teilen komplett aus. Und damit ist zu rechnen, dass auch von den Almen, die südlich gelegen sind, in den Südhängen, eben die Futterknappheit eintritt, dass für abgetrieben werden muss von den Almen und dass noch eben die Winter, die Vorräte schon im Herbst verbraucht werden und dass es daher zu Notverkäufen kommen wird und auch vielleicht eben, dass es noch zur Milchknappheit kommen wird oder knapper wird. Nicht immer nachvollziehbar ist bei solchen Situationen die Preispolitik. Ja, ich glaube, es wäre schon richtig, wenn der Milchpreis einmal für die Produzenten steigen würde. Ein paar Cent machen, glaube ich, in einem Haushalt nicht ärmer, wenn der dort jetzt steigen würde. Wie gesagt, wenn es richtig beim Produzenten ankommen wird, das heißt beim Bauern, weil ja durch die Futtermittelzukäufe auch eine stärkere Belastung wieder da ist und durch das würde das auch in den Kopf gefedert werden. Nun, die Bauernschaft ist ja gelinde gesagt auch eine Macht. Warum setzt man sich da nicht durch? Ja, die Macht, ich glaube, dass die Handelsfirmen haben die geben eben den Preis vor, der der Endpreis ist und dort ist die Bauernschaft auch nicht die Macht, die was sie dort eben durchsetzen kann gegen den, dass der Produzent eben den Preis bekommt, den was er wirklich brauchen hätte. Der Bauer allerdings bleibt sehr oft auf der Strecke. Der Gewinner ist zumeist der Handel. Auf das Reiche noch reicher werden.
Damit noch zur Kultur in unserem Land. Musik kennt keine Grenzen. Dieser oft verwendete Ausspruch trifft auf das Instrumentaltrio Loreleia garantiert zu. Drei talentierte Musikerinnen aus Weißrussland, die bereits zum zweiten Mal in der Steiermark Urlaub machen. Aber die Vollblutmusikerinnen haben auch ihre Instrumente im Gepäck, um auch musikalisch in Graz und der Steiermark zu musizieren. Graz, vor 10 Jahren Kulturhauptstadt Europas, zieht nach wie vor viele Menschen hierher, so auch das Instrumentaltrio Loreleia. Drei Musikerinnen aus Minsk, der Hauptstadt von Weißrussland, haben auch heuer wieder über 1000 Zugkilometer auf sich genommen, im Gepäck Querflöte, Cello und Geige, denn sie wollen auch diesmal wieder als Straßenmusikantinnen in der Stadt Graz, aber auch darüber hinaus mit kleineren Konzerten unter dem Motto Kammermusik von Barock bis Blues musikbegeisterte Steirer Herzen erfreuen. Sie haben sich, wie Sie es selbst beschreiben, vom ersten Augenblick an in diese schöne Stadt Graz verliebt. Der Schlossberg, die musikbegeisterten Leute und die Gastfreundschaft der Familie Himmel hat Sie bewogen, am Waldschacher See ein Konzert zu geben. Wir haben im Vorjahr über Leyerns Freunde dieses Trio kennengelernt. Die hatten damals eine Bleibe in Graz gesucht und wir waren dann Gastgeber über 2 Wochen und haben auch im Sommer letzten Jahres schon hier in Waldschach ein Konzert mit dem Trio gemacht. Das ist so gut angekommen und wir haben sie für heuer wieder eingeladen und das ist gelungen und wir freuen uns sehr, dass es heuer wieder so mit großer Begeisterung aufgenommen worden ist. Mein Name ist Viktoria Orlova. Ich spiele Querflöte im Trio Loreleia. Ich spiele schon 25 Jahre, seit meinem 10. Lebensjahr. Loreleia wurde vor 10 Jahren gegründet. Wir haben viel gespielt, seit Juli vorigen Jahres, auch in Graz. Und im letzten Jahr sind wir in Graz Das Trio Loreleia kommt aus Minsk, reist über 1000 Kilometer mit dem Zug an. Sie lieben die Steiermark, sie lieben Graz, sie lieben die offenen Menschen, die Musikliebhaber in Graz. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, noch oft nach Graz und darüber hinaus in die Steiermark zu kommen, einen musikalischen Bogen spannen, um mit bekannten Melodien Leute zu begeistern. Das ist eine Hitze. Tropenwetter am Mittwoch wieder in der Steiermark und zwar in der gesamten. Temperaturen über 36 Grad lockten viele in die Freibäder, um dort Abkühlung zu finden. Und wer da glaubte, das war es bereits mit der Hitze, der hat sich eindeutig getäuscht. Am Donnerstag ist es wieder tropisch heiß und die Quecksilbersäule soll in manchen Regionen die 40-Grad-Marke ankratzen. Also schwitzen Sie weiter bei diesen Temperaturen und vor allem trinken Sie genug und verzichten Sie vor allem auf Alkohol. Mit diesen Ratschlägen verbringen Sie noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.